Heute teste ich mit euch wieder super günstige Parfums. Und das bedeutet, dass wir hier teilweise Düfte haben, die nur 15 Euro für 100 Milliliter kosten. Und da stellt sich natürlich die Frage, lohnt sich das? Was habt ihr zu erwarten? Und das werden wir heute gemeinsam rausfinden. Das sind übrigens alles Empfehlungen von euch, denn ich habe wieder fleißig die Kommentare gesichtet unter den letzten Videos und habe mir die Düfte angeschaut, die ihr mir empfohlen habt. Und aus diesem Grund geht es eben heute um diese insgesamt 11 super, super günstigen Düfte. Und tatsächlich ist noch ein Nachzügler dabei, den ich eigentlich in dem letzten Video hätte zeigen sollen, aber der ein bisschen länger gebraucht hat, weil er mit Amazon kam. Alle anderen Düfte kamen von Notino und Zara, die waren relativ schnell da, aber Amazon hat ein bisschen gebraucht. Und aus diesem Grund geht es jetzt heute zuerst mal noch um den Nasheed von Latafa. Der Name ist auf jeden Fall, finde ich, sehr witzig, wegen dem Sheet, wisst ihr schon. Naja, und der Flakon sieht ein bisschen aus, als wäre es ein Amouage-Klon, aber es ist kein Amouage-Klon, sondern ihr wisst ja bei Amouage, diese Kappe, die hat ja auch tatsächlich eine Bedeutung, denn das soll der Griff von dem Dolch vom Oman sein, also den man auch teilweise auf der Flagge vom Oman sieht. Und deshalb hätte ich eigentlich erwartet, dass das hier irgendein Klon von Dia Man oder von Gold Man oder von Jubilation 25, was übrigens mal ein richtig geiler Klon wäre an der Stelle, ist. Aber es ist es tatsächlich nicht, denn dieser Duft hier riecht eher wie ein Ani von Nishane. Also hat einen vanilligen, würzigen Touch und vor allen Dingen aber eine sehr, sehr deutliche, holzige Note auf meiner Haut. Und verglichen mit den anderen Latafa-Düften ist der wirklich nicht so komplex und opulent, wie ich mir das vielleicht wünschen würde, denn der ist auf der anderen Seite relativ teuer. Jetzt muss man sagen, natürlich relativ teuer bedeutet in dem Fall nicht, dass der 150 Euro kostet, sondern tatsächlich, ich glaube, 50. Aber wenn ich das mal vergleiche mit dem einen oder anderen Latafa-Duft, den ich für 25, 30 Euro bekomme, muss ich an der Stelle sagen, würde ich den jetzt wahrscheinlich eher nicht empfehlen, denn ich finde ihn wirklich sehr simpel. Und klar, wenn man jetzt einen Ani-Duft sucht, also einen Ani-Klon, dann wird man hier, glaube ich, recht glücklich mit. Ich habe Ani selber nie so viel getragen, aber ich vertraue da jetzt einfach mal auf das Urteil von der Parfumo-Community. Deshalb lasst es euch an der Stelle auf jeden Fall auch mal selber testen. Aber ich muss sagen, für mich war der an der Stelle jetzt keine so große Empfehlung wert. Also ist es auch nicht so schlimm, dass ich den jetzt im letzten Video nicht gezeigt habe. Aber wir machen jetzt jedenfalls weiter mit den insgesamt 10 Düften aus diesem Video. Und davon sind insgesamt 6 von dieser Marke hier, nämlich von Just Jack. Das ist eine Marke, die habe ich bei Miki Monumental jetzt schon ein, zwei Mal gesehen und das Problem war, sie war immer ausverkauft, weil der Kollege scheinbar eine sehr kaufkräftige Community hat und die das dann wirklich regelrecht leer geputzt haben. Und das eben, ja, aus dem Grund, dass das hier recht gute Tom Ford-Klone sein sollen, die aber tatsächlich gar nicht so aussehen wie Tom Ford. Und ich habe auch mich ein bisschen gewundert, als ich die Marke ausgepackt habe, denn die Flakons sind kunterbunt. Und dazu muss ich sagen, dass die auf den Bildern anders aussahen. Also die haben scheinbar irgendwas am Design verändert. Und das ist eben jetzt an dieser Stelle die Marke Just Jack. Ja, und ich werde immer so zwei von denen zeigen, dann nochmal eine andere Marke zwischenstreuen, dass es hier nicht zu langweilig wird. Aber das hier ist eben das, was euch erwartet. Und dazu muss ich sagen, erstmal Just Jack, made in Dubai, also ist eine arabische Marke. Und die Flakonqualität dementsprechend wieder mal sehr gut, wie das bei arabischen Marken immer eigentlich der Fall ist. Wir haben hier einen richtig schönen massiven Glasflakon und eben diese wunderschöne Metallkappe. Finde ich persönlich ganz gut designt. Und jetzt gucken wir direkt mal rein, wie das Ganze eben riecht. Ja, und dazu muss ich sagen, der erste Duft hier heißt ja Orchid Noir. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen Black Orchid-mäßig von Tom Ford. Soll es sein. Und ich habe jetzt gerade zum ersten Mal am Teststreifen gerochen und muss ehrlich sagen, im ersten Eindruck hätte ich gar nicht erwartet, dass das irgendwie was mit Black Orchid zu tun hat, weil der Duft sehr, sehr pfeffrig und sehr würzig ist am Anfang und gar nicht so wirklich diese runde Vanille eben darüber kommt, die bei Black Orchid ja eigentlich der Star der Show ist, denn das ist ein sehr, sehr, sehr schöner Vanilleduft, wie ich finde, und einer meiner Lieblingsdüfte von Tom Ford auch. Und dieser Duft hier hat am Anfang aber eher einen sehr pfeffrigen Touch und geht dann direkt in so ein leicht florales, transparentes Thema über. Also der ist weniger komplex als ein Black Orchid, der ist weniger dicht als ein Black Orchid und vielleicht eher so eine sommerliche Version von einem Black Orchid, was, glaube ich, jetzt gerade bei den Temperaturen auf jeden Fall eine ganz coole Kiste ist. Trotzdem muss ich sagen, also für 15 Euro ist das wirklich ein sehr, sehr guter Duft. Und da kann man, denke ich, auf jeden Fall zuschlagen, wenn man jetzt einfach Lust auf diese DNA hat. Und ja, für mich persönlich, ich mag eher so dieses dichte, extreme, intensive von Black Orchid, also von dem Original und nicht so sehr dieses vielleicht etwas leichtere, blumige.
Aber hey Leute, probiert es einfach aus. Ich glaube, für 15 Euro kann man da nichts falsch machen. Und das ist eben, ja, der Orchid Noir. Dann haben wir als nächstes den Neroli in diesem klatschgrünen Flakon mit den schwarzen Details. Sieht, finde ich, irre geil aus. Also wenn irgendwann mal jemand so einen klatschgrünen Flakon mit schwarzen Details macht, ihn richtig, richtig hochwertig. Also das wäre schon sehr, sehr crazy. Und das ist eben der Neroli. Also Neroli ja übrigens eine Duftnote, die man heutzutage überall riecht, weil einfach, ja, das Wetter ist warm und Neroli bringt so diese typische Erfrischung und dieses super kühlende und auch so ein bisschen cremige rüber. Und das finde ich immer sehr, sehr geil. Oh, okay, also Neroli hat häufig so eine Klosteinnote für viele, weil das so dieser typische Duftstäbchen-Klosteinduft ist. Und das rieche ich leider hier raus. Und was ich leider ein bisschen blöd finde, ist, dass hier so ein bisschen muffiger Charakter rüberkommt. Denn ja, irgendwie, weiß ich nicht, hat das hier ein bisschen was Muffiges an sich. Übrigens in Marc Gebauers Orange Flamingo ist ja auch Neroli mit drin. Da finde ich sehr, sehr schön, dadurch, dass es einfach so einen richtig schönen, erfrischenden, seifigen Charakter gibt. Aber hier, boah, also das hält mich irgendwie, das hat so ein bisschen metallischen, fast schon blutigen Unterton, den ich wirklich nicht fühle. Nee, also ich gebe dem nochmal 5 Minuten, vielleicht wird es sich gleich ändern, aber das fühle ich jetzt gerade leider nicht so, deshalb wir gucken uns den gleich nochmal an. Und was mich hier als nächstes anlacht, ist der Supremacy Not Only Intense von Avnan. Diese Supremacy-Reihe hat ja wirklich sehr, sehr viele Düfte jetzt schon. Es gibt den Supremacy in Oud, Supremacy Intense und jetzt auch scheinbar den Supremacy Not Only Intense. Wie auch immer man auf diese Namen kommt, ich weiß es nicht. Aber ja, überrascht hat mich bei dem Flakon, dass diese Kappe aus Metall ist. Also das hätte ich nicht erwartet. Macht auf jeden Fall einen sehr hochwertigen Eindruck, auch wenn der Flakon an sich, weiß ich jetzt nicht, ob ich mir den da so hinstellen würde, aber es macht auf jeden Fall schon mal einen ganz guten Eindruck. Und dieser Duft hier, was soll das für eine Alternative sein? Das hat wieder so ein bisschen Aventus-ähnliche Vibes, ja. Ich gucke jetzt aber gerade mal nach, was das Ganze denn hier... Not Only Intense, was das Ganze denn sein soll. Ja, und er soll den Absolue Aventus widerspiegeln. Okay, das fühle ich jetzt nicht so, weil der Absolue Aventus für mich eher so einen Barbershop-seifigen Charakter irgendwie hatte. Und der hier geht eher in Richtung von einem klassischen Aventus, aber der entwickelt sich auf dem Teststreifen richtig, richtig nice, weil der irgendwie mehr von so einem dunklen... Was ist das denn? Der riecht ein bisschen wie so eine sehr, sehr cremige Version von einem Aventus. Finde ich persönlich super cool. Also kommt auf dem Teststreifen. Am Anfang dachte ich mir, okay, irgendwie hat man schon mal, das kennt man so. Aber je länger der auf dem Teststreifen ist, desto besser wird der eigentlich. Und wow, also ich glaube, dass der auf der Haut richtig nice kommt. Ich werde mir den mal beiseite stellen, dass ich den später vielleicht mal direkt auf der Haut trage. Aber wow, also qualitativ schon mal wirklich ganz, ganz, ganz erste Spitze. Nur mit Absolue Aventus hat das meiner Ansicht nach gar nichts zu tun. Also hat nicht wirklich was damit zu tun. Weil einfach diese Barbershop-Note fehlt und dieses Oldschoolige, was ich bei Absolue Aventus irgendwie so nice fand, wisst ihr? Denn der hat ja schon so ein bisschen was von einem Roger Parfums Apex oder von so einem Dior Sauvage Elixir war es, glaube ich. Dieser kleine, den die dann zuletzt rausgebracht haben. Und hier ist es wirklich eher original, diese Aventus-DNA, aber einfach in dunkel und cremig. Und das kommt sehr, sehr nice. Also ich finde das gut, dass die da einen eigenen Touch reingebracht haben, weil noch einen weiteren Aventus-Klon, weiß ich nicht, ob ich das brauchen würde. Aber der ist wirklich, den würde ich echt empfehlen. Also der lohnt sich echt. Dann kommen wir als nächstes auf jeden Fall zu dem Private Gold von Latafa Confidential. Wahrscheinlich so der billigste Flakon von dieser gesamten, von diesem gesamten Video hier, weil der zwar ja, ganz nice aussieht mit Gold und allem, aber die Kappe ist aus Plastik. Und ja, das könnte auch eigentlich fast ein Kirke sein, ne? Von dem Flakon her. Also macht ein bisschen was von Terenzi irgendwie so von dem, von der Optik, finde ich. Auch dieser Flakon natürlich noch nicht gesprüht. Oh, der riecht tatsächlich wie Kirke. Okay, wow, das hätte ich tatsächlich nicht erwartet, weil, keine Ahnung, der eine sah ja auch aus wie Amouage, aber ist kein Amouage. Wie heißt der denn? Confidential? Muss man nachschauen. Ich wette mit euch, das ist ein Kirke-Klon. Und wir haben hier, bingo, Kirke Extrait de Parfum. Mit einer Übereinstimmung von, ich glaube, 95%, sagt die Community. Und wisst ihr, an was der mich erinnert? Das kommt mir gerade so in den Kopf. Der erinnert mich einfach an diesen Geruch von Strandmatte. Dieses Havax hat einfach so extrem süß gerochen und hat aber auch irgendwie so einen richtig komischen chemischen Unterton. Und das rieche ich hier auch raus.
Also es ist echt witzig, das könnte eigentlich fast schon der Strandmatte-Geruch sein. Also ich weiß nicht, verglichen auch wieder mit anderen Latafa-Düften, glaube ich, eher ein schwächerer Kandidat, weil der einfach einen Flakon hat, der nicht so geil aussieht. Und auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob ich jetzt so einen Kökei-Klon unbedingt brauche. Ich meine, der Duft ist eh überall mit 30% Rabatt zu haben, von daher... Ja, weiß ich nicht. Also der hat mich jetzt nicht so abgeholt. Je mehr ich von Latafa teste, desto mehr merke ich auch, dass es da Unterschiede gibt. Und es gibt richtig, richtig nice Düfte, die qualitativ wirklich 1A sind. Und dann gibt es eben sowas, wo ich mir denke, weiß ich jetzt nicht, ob ich dafür die 25 Euro ausgeben würde. Aber kommen wir zurück zu dem Haus Just Jack. Und da haben wir einmal hier den Noir Endurance. Ich glaube, das ist ein Klon von dem Noir Extreme von Tom Ford, also diesem wunderschönen Pistazien-Kulfi-Duft. Also der riecht ja wie so ein orientalisches Eis und hat eben diese Pistaziennote und diese extreme Süße. Das ist der erste von diesen dreien, die ich jetzt getestet habe, der mir auf Anhieb so bam gefällt. Also ich glaube, dass ich das sogar lieber tragen würde als einen Tom Ford Noir Extreme. Warum? Weil dieses extreme Süße eigentlich auf die kalten Tage nur beschränkt ist, also unter 10 Grad. Dafür würde ich den Tom Ford Noir Extreme tragen. Den hier aber tatsächlich auch über 10 Grad, weil der nicht so extrem süß ist. Und das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Auch hier merkt man, dass die Düfte nicht so dicht sind wie Tom Ford Düfte, also nicht so extrem, sondern eher ein bisschen leichter. Aber ich finde das in diesem Fall wirklich ganz gut. Also der hat es mir wirklich angetan, muss ich sagen. Würde ich so auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr euch das Ganze mal anschauen wollt. Dann als nächstes habe ich hier den Patchouli von Just Jack, der auch in diesem grünen Flakon daherkommt. Das wird irgendeine Art von Patchouli-Duft sein. Ich sage übrigens nicht, dass die alle irgendwie mit Tom Ford zu tun haben müssen. Sie haben nur verdächtig viele Düfte, die so wie Tom Ford aussehen. Übrigens auch einen Vetiver, den hätte ich gerne getestet, aber der war leider ausverkauft. Der wahrscheinlich dann so richtig ein Grey Vetiver, denke ich mal. Patchouli an sich, eine Duftnote, die ein bisschen schwierig ist für den einen oder anderen. Ich habe sehr, sehr viele gute Patchouli-Düfte zu Hause. Unter anderem übrigens jetzt hier auch mit der dreisten Werbeeinblendung den besten Patchouli aller Zeiten, den Psychedelic von Jovoy oder auch den Private Label von Jovoy, bekommt ihr beide bei mir im Shop. Also wenn ihr einen richtig geilen Patchouli euch kaufen wollt mit einer fantastischen Haltbarkeit und einer Bewertung, glaube ich, jeweils von 8,2 auf Parfumo, dann schaut euch das doch gerne mal an. Ich werde euch das jetzt einblenden beziehungsweise in der Beschreibung verlinken. Und der hier ist nicht so krass auf Patchouli aus. Also der ist eher so ein bisschen cremig, weicher, nicht so kühl, nicht so dunkel, nicht so modrig, wie Patchouli eben häufig sein kann oder auch so ledrig, sondern der ist eher so eine weiche, gezähmte Version von Patchouli. Im ersten Aufsprühen dachte ich mir auch wieder, ein bisschen synthetisch, aber je mehr der sich setzt, desto besser wird dieser Duft. Von daher wahrscheinlich mein Platz Nummer 2. Bis jetzt von dieser Marke. Überraschend gut. Man muss sich immer wieder vor Augen halten, ich vergesse das hier an der Stelle, immer wieder zu sagen, dass das ja ein 15-Euro-Duft ist. Und dafür ist die Qualität echt super, zumindest von diesen beiden, die ich jetzt gerade getestet habe. Dann kommen wir als nächstes noch zu diesen Düften hier. Und zwar haben wir Al-Nashama, von Latafa. Wieder mal sehr, sehr, sehr wilde Flakons. Die erinnern mich so ein bisschen an The House of Oud, ja? Also an dieses handgemalte. Allerdings kann man das hier nicht erwarten. Das ist einfach irgendein Plastikbums, ja? Und hier müssen wir jetzt direkt mal reinriechen. Sprüher übrigens, ganz, ganz, ganz geil. Schaut euch das mal an. Meine Freundin wird mich umbringen, weil es hier gleich nach Duft stinkt. Oha, und der Duft ist richtig nice. Wow. Boah, das ist ein richtiger Traum, dieser Duft. Also der blaue von beiden. Ich glaube, die heißen auch noch unterschiedlich. Ich weiß gar nicht, steht das hier irgendwo drauf, wo die Unterschiede sind? Also das ist auf jeden Fall der blaue von beiden. Der knallt saugeil rein. Weil das ist ein richtig, richtig schöner, seifiger Sandelholzduft. Also das ist der ultimative Saubermann-Duft. Wirklich. Der riecht wie frisch gewaschen. Der hat eine richtig schöne holzige Note. Cremiges Sandelholz, leichte Gewürze. Ein bisschen orientalig, aber nicht zu viel. Und den würde ich definitiv auch bei Temperaturen wie jetzt gerade, also 25 Grad, so ein bisschen schwül, würde ich den tragen, weil der der perfekte Mix ist aus diesem orientalischen, aber auch dem frischen Seifigen. Und der ist, wow, also der ist wirklich qualitativ ganz, ganz, ganz stark. Muss ich sagen, wahrscheinlich der zweitbeste jetzt von dieser gesamten Liste. Der beste bis jetzt immer noch der Supremacy Not Only Intense, der wirklich der absolute Wahnsinn ist. In puncto Qualität, grandios. Und der hier aber direkt dahinter. Also auch wieder ein ganz, ganz, ganz feines Tröpfchen. Dann im gleichen Atemzug natürlich den Latafa Al-Nashama Gold. Oder ich hoffe mal, dass er irgendwie so goldmäßig unterwegs ist oder so heißt. Und da bin ich mal gespannt. Hier steht auch nichts drauf. Also man kann es wirklich nur an der Farbe von dem Flakon irgendwie auseinanderhalten. Sorry, wenn ihr die Düfte
noch in die Kommentare schreiben wollt, könnt ihr es natürlich gerne machen, mich da korrigieren. Das macht ihr sowieso immer fleißig und wow, okay, wow, okay. Da kommt gegen Ende wieder richtig, richtig was Geiles bei rum. Wow, okay. Also das ist qualitativ, Leute, ich muss da jetzt einfach auch mal den Vergleich ziehen. Diese beiden Düfte, ja, riechen grundsätzlich, finde ich, von der DNA her sehr ähnlich. Also die machen, glaube ich, irgendwie so ein bisschen dasselbe. Der hat ein bisschen noch einen Kokosakkord mit drin und ein bisschen was Sonnencrememäßiges. Aber im Grunde genommen macht der schon was Ähnliches wie ein Kirke. Und der Kirke eigentlich, denke ich mal, klonen soll, weil das sieht einfach so aus vom Flakon her, der riecht einfach nach fucking Strandmatte, Bro. Also ich verstehe es manchmal wirklich nicht, aber der Vorteil ist, wir haben 50-50 Chance gehabt, dass einer von beiden gut ist. Und den ihr mir hier in die Kommentare geschrieben habt, der ist wirklich der absolute Oberknaller. Also ganz, ganz großes Kino, hat ein bisschen mehr so diesen Moschuspuder, wie der originale Kirke eben auch. Dazu noch einen leichten Kokosakkord. Der kommt sehr, sehr geil. Also falls heutzutage irgendjemand noch Kirke tragen möchte und eine Alternative dazu sucht. Ja, ich bin persönlich ja kein großer Fan von Klonen, das wisst ihr, aber die Qualität ist auf jeden Fall schon ziemlich beeindruckend, wie ich finde. Damit kommen wir zu den letzten beiden Düften und das ist auf der einen Seite erstmal der Oud Oak von Just Jack. Das ist also ein magentafarbener, sehr knalliger Flakon hier mit schwarzen Details. Und das ist angeblich, ja dann, wenn man den ganzen Glauben schenken kann, ein Oud-Duft. Und ich bin mal sehr gespannt, ob das Ganze vielleicht eine gewisse Parallele zu Oud Wood von Tom Ford hat. Und das hat es. Und das wird wahrscheinlich, glaube ich, der günstigste Oud Wood-Klon sein, den ich jemals in meinem Leben gerochen habe. Oh mein Gott, Alter, der ist ja sowas von gut. Puh, krass, okay, wow. Also, ich habe jetzt keinen Oud Wood zum Vergleich hier. Bei dem letzten auf der Liste sieht das anders aus. Da werde ich gleich auch nochmal den Flakon holen, den ich hier habe. Aber Oud Wood habe ich jetzt nicht hier, aber das riecht schon sehr, sehr, sehr ähnlich auf den ersten Riecher. Und für den Preis, Leute, oh mein Gott, ey, das ist einfach eine Frechheit, wirklich. Also 15 Euro dafür, der riecht 1:1 so wie Oud Wood, ne? Krass. Krass, krass, krass. Also wirklich, muss ich sagen, bin ich ein bisschen sprachlos. Jetzt ist natürlich die Frage, wie das bei Oud Wood eigentlich immer der Fall ist. Hält das oder ist das nach 5 Minuten wieder verflogen? Ich kann es euch gerade noch nicht sagen, das muss ich dann auch mal auf die lange Sicht sehen. Aber trotzdem, für 15 Euro, das ist wirklich, also muss man ehrlich sagen, geisteskrank, wirklich. Das macht mich komplett sprachlos, hätte ich jetzt auch nicht erwartet, weil ich ehrlich gesagt, ja, mit den letzten beiden schon so glücklich war. Aber der ist schon crazy. Oud Oak an der Stelle, ja. Ich hoffe, dass es den noch gibt, wenn ich den zeige. Ich muss sagen, die Marke ist auch immer mal wieder ausverkauft und dann wieder verfügbar, dann wieder ausverkauft, wieder verfügbar. Also es scheint irgendwie so ein Reste-Dings zu sein, wo man irgendwie dann die Reste nochmal bekommt. Oder ich kann euch nicht sagen, wie der Vertrieb da funktioniert oder warum jetzt die Flakons anders aussehen, ob die Marke eingestellt ist, ob die weiter produziert werden, keine Ahnung. Aber vielleicht haltet ihr einfach mal die Augen offen nach diesem Duft, falls euch dafür interessiert. Und jetzt holen wir noch hier erstmal, schauen wir uns hier den Tuscan Leather, den Italian Leather an, so rum. Und ja, den Tuscan Leather hole ich jetzt mal gleich mit dazu, dass wir hier ein bisschen AB vergleichen können, wie die eben so miteinander riechen. Bis gleich. Die Version hier übrigens aus dem Jahr, ich glaube 2019, also ein sehr, sehr starker Duft noch damals gewesen. Wirklich absolut gestört, geiles Parfum, muss ich sagen. Ich bin ein riesiger Tuscan Leather Fan. Und jetzt dazu im Vergleich eben den Italian Leather. Schauen wir direkt mal rein, riechen uns das mal hier durch, wie das Ganze eben riecht. Und ja, also das riecht schon mal in die Richtung von Tuscan Leather auf jeden Fall. Muss ich ganz ehrlich sagen, hat gewisse Parallelen, ja. Also diese super, super frische Himbeere, dieses dunkle Neuwagenleder. Das ist eben hier bei Tuscan Leather der Fall. Und jetzt riechen wir direkt mal den Originalen auch im Vergleich. Okay. Ist meine Nase jetzt ein bisschen dicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man die jetzt im Blindtest miteinander vergleichen würde, könnte man das nicht unterscheiden, sage ich euch. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, was hier was ist. Ja, ich habe hier 2 Teststreifen. Ich glaube, das hier war der Originale, das hier war der Klon. Es ist völlig verrückt, Leute. Es ist völlig verrückt. Also, um ehrlich zu sein, so dieser am Anfang, die beiden, der Neroli, ja, der riecht inzwischen ganz okay, aber der hat mich nicht so abgeholt, wenn ich ehrlich bin. Dann dieser Black Orchid, ja, riecht auch ein bisschen jetzt wie Black Orchid, aber nicht so 100%, wisst ihr. Und der Noir hat mir sehr gut gefallen.
weil der einfach ein bisschen leichter war. Aber bei diesem Tuscan Leather Oud Wood Ding haben die echt absolut die Hütte abgerissen. Es ist so gestört, weil die einfach spottbillig sind, muss man ganz ehrlich sagen. Und das Ganze wirklich gut nachbilden. Also wenn jetzt die Haltbarkeit noch stimmt, Freunde, dann haben wir hier wirklich richtig, richtig geile Düfte am Start. Das aber nicht nur von dieser Marke, sondern auch von den anderen Düften. Wie gesagt, Latafa wieder mal mit zwei Düften am Start, die richtig überzeugen. Und ja, der Afnan Supremacy, den darf man natürlich auch nicht vergessen hier. Supremacy Not Only Intense, auch richtig guter Duft. Okay, ich lasse euch jetzt in Ruhe. Ihr könnt euch gerne die Düfte anschauen, die euch interessieren. Und mir natürlich auch noch weitere Empfehlungen in die Kommentare schreiben. Ich bin sehr gespannt, was ihr da wieder so findet und was ihr mir da noch empfehlen könnt. Auf jeden Fall bin ich echt überrascht, wie gut diese Düfte sind. Und ja, dann bin ich natürlich auch gespannt auf euer Feedback. Das war es soweit mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai.